ein Glück. Ach. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Na, endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir! Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Guten Abend, Spatzi. Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, ich hab dich vermisst! Nichts passiert? Was ein Glück! Ja. Wir haben's geschafft! Astra! Gesund und munter zurück! Die Mission war ein voller Erfolg! Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten! Genau! Leute! Tönt hier nicht so rum! Wir fliegen auf! Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Großfresse. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ein wunderschönen Willkommen zurück zu meiner Let's Play-Reihe von Final Fantasy VII. Wir sind jetzt in den Slums von Sektor 7. Das ist die dritte Folge. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Lasst dem Video gerne schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr die komplette Let's Play-Reihe nicht verpassen wollt. Und wir treffen wahrscheinlich jetzt gleich das erste Mal auf Tifa. Und ich bin echt schon gespannt, auch wie der siebte Himmel umgesetzt ist. Die Kneipe sozusagen. Verehrte Fahrgäste, der Zug vergeht. Die frittierten. Ich sehe mich hier natürlich mal ein bisschen um. Man weiß ja nicht, was man bei dem Remake so alles verpassen kann. Ein Slum Royal mit extra viel Spaß einfach nicht los. Ja, das kann ich gut verstehen. Was? Das ist eine gesamte Krypto. Shinra meint, dass eine Gruppe namens. Die auf der Platte hatten es nur wegen ihrer Reaktoren so gut. Aber in der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten. Hm? Der Reaktor. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Da steht doch der Rest. Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix. Kann ich mit quatschen? Nee. Kann die Dusche kaum okay. Okay, da kommen wir nicht raus. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Was, denn, ich bitte Corona? Vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! So, wo standen die Leute jetzt? Hallo, Peebles. Ach, hier hinten war's. Nee, bin ich doof. Ich hab doch gerade die Evelyns-Gruppe gesehen. Die standen doch hier. Boah. Slums von Sektor 7. Hier auf der rechten Seite sollte siebte Himmel sein. Laufen. Ich wiederhole. Nö. Hilfsgüter werden in der Lobby im Erdgeschoss des Shinra-Gebäudes verteilt. Außerdem können Sie im Hilfszentrum ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Ist der Reaktor jetzt? Wenn Sie Probleme haben, das Shinra-Gebäude zu erhalten. Da ist Tifa Marlene. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa.
Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für dich, meine Puppe. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Hä? Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Ich brauche noch ein bisschen. Spiel doch in der Zeit mit Marlene. Was? Ich? Wer sonst? Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Ist klar. Na? Du Dreckskerl! Hey, Barrett! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Klar. Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Ist was? Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ja, sich gefällt mir. Kann man mal machen. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Wie kann ein Reaktor denn überhaupt brennen? Ach so. Das sieht schon echt dick aus, alles. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. Alter Falter. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Gucken wir doch mal rein. Genau, komm mal rein, meine Maus. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja. Die Bezahlung.
2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Gelbe Substanz im Handschuh. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Wiedersehen. Es kommt von nebenan. Der wird doch nicht an sich rumspielen. Hey, alles okay? Ich komm rein. Das ist zum Mordkrater. Das sieht zumindest so aus. Ja, alles klar. Also, was das für einer ist. Das hier ist dein Zimmernachbar, Marco. Er ist schwer krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Mhm. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Nicht in Nibelheim verstreut. Den schwarzen Kutten. Ich bin nicht ganz sicher. Wir hatten doch alle verschiedene Nummern. Ich bin mal gespannt, ob man hier noch irgendwie so eine Art Reiter hat, wenn es irgendwelche Nebenquests gibt. Oh, es ist hell. Nur ist ein bisschen. Wir werden mal ein bisschen die Slums erforschen. Mal sehen, ob man irgendwas finden kann. Eine Phönixfeder. Man hier rein bei Tifa? Nee. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Geile Friese. Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Die hat doch gerade vorgestern gesagt, wir sind doch eigentlich erst ein Tag hier. Es ist doch jetzt eine Nacht vergangen.
nicht eigentlich gestern sagen müssen. So, jetzt schauen wir hier mal noch ein bisschen, mal irgendwas finden. Wenn die Züge nicht fahren, kriegen wir auch keine Ware. Suche nach Kandidaten. Ist das der Typ, den Wedge meinte? Fetter Prügel. Verkauft er was? Fetter Prügel, sagt er. Hier geht's zu den Rostpfaden. Da wimmelt's nur so von Ungeheuern. Fetter Prügel. Ich denke jetzt nichts Böses. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Was heißt Böses? Versautes. Ich muss mal sehen, ob diese Let's Play-Folge nachher einen Anhang mit einer Mission hat oder ob das jetzt eine reine Let's Play-Folge nur über die Slums ist. Sonst wird wahrscheinlich die Folge zu lang. Ich möchte ja schließlich alles ein bisschen erkunden und schauen, was es so zu finden gibt. Und was ich auch mal sehr gespannt bin, wie das mit den Aufrufsubstanzen oder hier Esper genannt passieren wird. Weil eigentlich kriegt man die ersten Aufrufsubstanzen erst nach Midgar. Was ist denn der Item Shop? Ach, hier ist er doch. Ich stehe direkt davor. Gucken wir irgendwie rein. Der ist nicht offen, okay. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken. Moment, jetzt muss man gucken hier. Kann ich hier einen Merker setzen? Das ist mein Standort, das ist klar. Ja, okay. Okay, gehen wir mal in den siebten Himmel. Ich glaube, ich bin jetzt einmal richtig in einem Kreis gelaufen. Kann man das wegrotzen? Nee. Kann man nicht. Wollte mir das leere Zimmer in den Stella Apartments schnappen, aber jemand ist mir zuvor gekommen. Das bin dann wohl ich. Was ist los? Oh. Ich muss mich einfach hier nochmal umsehen. Es sieht einfach zu geil aus, wie das umgesetzt ist. Stopp, ich bin schon vorbei. Da müssen wir rein. Miezekatze. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im siebten Himmel. So, jetzt trinken wir erstmal ein. Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel ist vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich will mal kurz gucken, ob ich schon in dieses Versteck kann. Mit der Jukebox kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kannst du in der Jukebox abgespielt werden. Schallplatten können unterwegs an Stellen aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol steht. Oh, hier kann man Dart spielen. Das testen wir gleich mal. Oh, tiefer Theme. Das wollen wir uns mal kurz anhören. Was ist da noch mehr? Das ist ja schon die Musik, die hier läuft. Nee, kann man noch nicht. Bin mal gespannt. Das kann man auf jeden Fall auch noch machen, das weiß ich. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hallo,
Wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben, Mann. Das kann ich mir vorstellen, du Schlingel. Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Na, da schauen wir doch mal. The Prelude. Ich könnte mir ja vorstellen, dass man vielleicht noch irgendeine Trophäe kriegt, wenn man alle Musikstücke findet. 31 Heiltränke habe ich. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 1500. Gegengift habe ich noch keins. Nehmen wir mal 5 mit. Und die Phönixfeder und 5 sollten, denke ich, auch erstmal reichen. Accessoires und Waffen kann ich noch nichts kaufen. Okay. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Na da. Hereinspaziert, herein. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nee, Cloud hat keine Mütze. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei mit der fetten Frisur. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Was denn? Jetzt sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben in den Slums ist. Diese Gruppe namens Avalanche soll hinter der Tat. Mein Gott, du stehst aber auch im Weg, schon zum zweiten Mal. Hallo Male, wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Mit Sicherheit. Weiß ich ja. Aber manchmal ist es besser, wenn es jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenen Zimmern aus, können Trefferpunkte und Magiepunkte vollständig geheilt werden. Okay, ja, macht ja Sinn. Wie ein Zelt sozusagen. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Der Counter würde mich mal interessieren, wenn ich da Monster wegrotze, ob der dann steigt. Könnte ich mir nämlich vorstellen. Oh, ein Waffengeschäft. Ich nehme so eine Knarre. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Oh, jetzt müssen wir Geld eintreiben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schund auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden aufgemacht. Abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Oh, spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Das habe ich mir fast gedacht. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel?
Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Dann Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Das ist wie bei Final Fantasy 15 zum Beispiel mit diesen Nebenmissionen, wo man irgendwelche Gegner wegballert und dann halt Belohnung bekommt, würde ich sagen. So, ist hier irgendwas? Nö. Bin hin. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Ist ja interessant. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Na, das klingt doch interessant. Wahrscheinlich mehr Slots für die Waffe. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffe modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikationen für deine Waffen freizuschalten. Tutorial anzeigen, machen wir doch gleich mal. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation modifiziert und verstärkt. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren willst. Auch klar. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte. Auch klar, 10 von 20. Okay. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Wähle das Panzerschwert mit X aus. Mach mal langsam. Verbessere deine Waffe mit Modifikationen. Die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Wähle Modifizieren mit dem linken Steuerkreuz oder dem Steuerkreuz zum Freischalten aus. Panzerschwert Kern. Okay, das Durchsetzen, das war ich gerade nicht. Das ist automatisch passiert. Jetzt muss ich ja mal gucken. Interessant wäre zu wissen, wo bekomme ich die Waffenpunkte überhaupt her? Wahrscheinlich durch die Mission. Okay, 4 Schaden von Schwertwirbel plus 5%. Erhöht die physische Attacke um 5. Erhöht die magische Attacke. Wie komme ich denn auf den Kern? Ah, irgendwie kann man hier ganz bescheiden durchsetzen. Ich will auf den Mittelkern. Da war ich gerade drauf. Scheuert. Wer weiß. Ich nehme logischerweise das, weil ich haue am meisten mit dem Schwert zu. So, jetzt haben wir noch 6 Punkte. Kann man den noch weiter verstärken? Nee. Magische Attacke plus 5. Schaden von Schwertwirbel. Erhöht das Treffer-Maximum. So, das war's erstmal. Jetzt gehen wir zurück. Von 22 auf 27 gestiegen. Das ist doch mal was. Okay. Du hast die Möglichkeit, deine Waffe automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle deinen Modus automatisch. Ach nö, das finde ich Käse.
Wenn ich weniger Magie einsetze, warum sollte der jetzt quasi automatisch die WP auf Magie einsetzen? Das macht für mich zumindest keinen Sinn. Okay. Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifizierungen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffe oder schalten neue Materia-Slots frei. Habe ich mir fast gedacht. Wenn die maximale Waffenpunkte eines Charakters bei der Stufenaufstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen dir zur Verfügung. Das Tutorial ist hiermit beendet. Sehr schön. Ein rascher Schwertstoß mit blitzschnellen... Okay. Hat's geklappt? Gut. Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Da bin ich ja gerade an der Grenze gewesen. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Ja, hat sich aber auch der Kerl. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Na, da haben wir sie doch. Jetzt können wir sie auswählen. Jetzt gehen wir doch gleich mal mal gucken. Tiefer. Was hatten die da für eine Substanz drin? Chakra. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Chakra, mit den Trefferpunkten geheilt werden können. Je weniger Trefferpunkte vorhanden sind, desto mehr Trefferpunkte werden geheilt. Kuriert zudem Gift. Haben wir noch irgendwas? Ach, das ist bei Cloud ausgerüstet, oder? Dieser Gegenstand ist gerade bei Cloud angelegt. Ja, ja. Oh, Moment. Jetzt habe ich erstmal gesehen. Moment. Nein, 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 nein. Ach, was mache ich denn hier? Ach, das sind die Erfahrungspunkte der Substanzen auf 130. Aber ich sehe jetzt noch nicht, wie viel man theoretisch bräuchte, um das hochzuleveln. Moment, da will ich doch mal genauer gucken. Vita. Okay, kann ich nicht reingucken. Das kommt wahrscheinlich auch noch. Ich denke mal, dass ich eine so eine Nebenmission auf jeden Fall mal anwenden werde und danach werde ich diese Let's Play-Folge wahrscheinlich schon beenden. Damit die Folge logischerweise nicht zu lang wird. Westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Suche nach Kandidaten. Und dann schaue ich mal, dass die nächste Folge wieder eine Hauptmissionsstory wird. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den Weg hier lang. Na, was haben wir denn da? Liegt einfach nur so eine Substanz rum. Frost. Die können wir doch gleich bei Tifa anlegen, würde ich mal sagen. Na, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ach, sie hat auch 10 WP. Na, die nehmen wir doch gleich mal. Die wird auch physische Attacke, zack. Was haben wir hier noch? MP Maximum plus 5 erhöht. Schnelligkeit machen wir noch mit drauf. Oh, die hat eine Stärke von 37 schon am Anfang. Okay, das ist natürlich deutlich krasser. So, wir wollten Materia ausrüsten. Hier wollte ich hin. Zack. Und dann machen wir hier noch Ace mit rein. Und dann kann die zarte Lady nämlich hier schön. Da sind gleich die Ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Genug. Dann tut Kollege. Es gibt doch ordentlich was. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nicht. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Poser. So richtig hat man noch kein Missionsziel, wie das so aussieht. Also ich weiß quasi nicht, was auf mich zukommt, was überhaupt der Sinn jetzt ist, außer Gegner plätten.
Ich zähle auf dich. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin. Durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt sie den Gegner unter Druck. Führe durch das Drücken von Viereck, wie bei jedem anderen Charakter wahrscheinlich auch. Halte Viereck gedrückt, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Nutze Tifas Fertigkeiten Entfesselung, um ihre Spezialfertigkeiten auf maximal 3 Stufen zu verstärken und mit Viereck noch mehr Angriffe in Folge auszuführen. Ich leg los! Schon gewonnen! Ha! Das war's schon. Das müssen wir noch ein paar Mal machen. Übernimm du. Es geht los. Zack. Mit Dreieck führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagsturm verstärkt werden. Nach Einsatz eines entfesselnden Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfertigkeit um 1. Im entfesselten Zustand erhöht Tifas Spezialfertigkeiten den Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Okay. Und tschüss. Ups, da haben wir uns getroffen. Bist du? Schluss. Zack. Ja gut, die Gegner sind alle noch relativ simpel. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War schon wieder. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Das war's schon. Mal interessant. Gegengift? Es würde mich mal interessieren, ob es so eine Art Schnellreisefunktion gibt. Hey. Also zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch, könnte ich mir vorstellen. Moment, hier gibt es ja noch eine Abzweigung. Die will ich mal noch nehmen. Warte mal, hier kam ich her. Moment. Da ist er schon wieder. Der fette Prügelonkel, mein Gott, ey, der Typ. Oh, stopp. Apropos, jetzt wollte ich mal auf die Zahl gucken. Ja, ist auf 8 gestiegen. Habe ich mir fast gedacht. Das ist also der Alleskönner? Hat gesagt, der Spargel? Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Ja klar, was denkst du? Bin mal auf die Belohnung gespannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig.
Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Okay, Ladies and Gentlemen, ich beende hier jetzt die dritte Let's Play-Folge. Ich schaue mich danach mal noch ein bisschen um und mache wahrscheinlich noch so ein paar Nebenmissionen, die jetzt für das Let's Play nicht zwingend erforderlich sind, denke ich. Und wenn es dann interessanter wird, sollte bei den Nebenmissionen natürlich irgendwas Geiles dabei sein, was ich zeigen möchte, zeige ich euch das natürlich. Ihr verpasst auf jeden Fall nichts von der Hauptstory. Lasst wie gesagt dem Let's Play einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts von der Let's Play-Folge verpassen wollt, beziehungsweise von der Let's Play-Reihe. Und falls ihr die Folge davor verpasst habt, schaut die natürlich noch, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.